Die Spannungen um die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer nehmen zu. In der zyprischen Hauptstadt Nikosia hat die Regierung bereits Förderverträge mit großen Energieunternehmen geschlossen. Doch auch die Türkei erhebt Anspruch auf die Erdgasreserven und führte ihrerseits Erkundungsbohrungen durch. Im November definierten Ankara und die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung Libyens die internationalen Seegrenzen neu zugunsten der Türkei. Wenige Wochen später unterzeichneten Griechenland, Zypern und Israel ein Grundsatzabkommen für den geplanten Bau der Mittelmeergaspipeline EastMed. Es scheint, dass EastMed im Vergleich zur russischen Pipeline nicht wettbewerbsfähig wäre wegen der geringen Kapazität. Die Türkei hat ernstzunehmende Einwände, ist aber nicht in der Lage, dieses Projekt zu untergraben, weil es sowohl von der Europäischen Union als auch von den USA unterstützt wird. Das ist eine 2000 Kilometer lange Pipeline, die nicht profitabel ist. Die grundlegende Absicht ist, damit Vergeltung für das türkische Handeln in der Region zu üben. Das ist die Hauptmotivation, warum dieser EastMed-Pipeline-Deal auf politischer Ebene grünes Licht bekommt. US-Präsident Donald Trump steht im Gasstreit klar auf der Seite Griechenlands, Zyperns und Israels. Die Energieangelegenheiten des östlichen Mittelmeerraums können entweder Anlass für eine friedliche Zusammenarbeit und Wachstum sein, oder sie sind der Zankapfel und führen zu neuen Konflikten in der Region. Am Mittwoch treffen sich der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis und US-Präsident Donald Trump. Gleichzeitig besucht Kreml-Chef Wladimir Putin den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.